Viele europäische Leasingfirmen haben Verträge mit russischen Fluggesellschaften gekündigt und wollen die Flugzeuge natürlich zurückhaben. Das stellt sich aber als Problem dar. Eine etwas erfreulichere Nachricht ist Lufthansa. Lufthansa hat die Onboard-Delights für Frühjahr 2022 bekannt gegeben. Das PDF ist runterladbar. Ich werde es mit euch heute einfach besprechen. Schauen wir mal. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. In der heutigen Ausgabe kommen wir nicht drum rum, uns einfach mal anzuschauen, was mit russischen Fluggesellschaften passiert, wenn die Leasingverträge gekündigt worden sind. Aber auch hier wieder, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, Abonnierbefehl folgen, Kanal abonnieren, Glocke anmachen, kommentieren und vor allem ein Like dalassen. Ja, der Krieg ist jetzt über 7 Tage alt und die westliche Welt hat reagiert. Boeing hat die Ersatzteillieferungen, neue Flugzeuge und was nicht alles komplett eingestellt, was für uns als Flugenthusiasten interessant ist. Auch andere Firmen wie Apple, Nike und so weiter. Aber spannender ist es, weil viele Flugzeuge gehören ja gar nicht der Fluggesellschaft, die draufsteht. Wenn man ins Cockpit geht, auf der Rückseite ist immer so eine Plakette und da steht dann der Eigentümer und das ist dann eine Leasingfirma, Avalon zum Beispiel oder wie die alle heißen. Und die haben jetzt auch bei einigen Fluggesellschaften gesagt, wir wollen die Flugzeuge zurückhaben. Nur, ein Flugzeug ist ja nicht wie eine Immobilie im Mobil, sondern sie ist sehr mobil. Ich weiß auch gar nicht, wie man in Russland ein Flugzeug zurückholen möchte, weil wir können ja gar nicht quasi nach Moskau reingehen, Moskau inkassomäßig und das Flugzeug dann holen. So sah, würde ich das jetzt aus der Versicherungssicht sehen oder beziehungsweise aus der Leasinggeberpflicht. Ja, die Hoffnung ist ja immer, dass ein Flugzeug dann irgendwo hinfliegt, wo man auch drauf zugreifen kann. Nur gibt es im Moment ja auch eine Art Luftraumschließung und damit können die Flugzeuge quasi aus Russland gar nicht raus. Es gibt noch einige Städte wie zum Beispiel Istanbul oder Dubai, wo man hinfliegen kann. Nur die Durchsetzung da der eigenen Rechte ist auch problematisch ohne Gerichtsbeschluss und so weiter. Also ja, da ist man also wirklich abhängig von der Fluggesellschaft. Und Pobeda zum Beispiel, das ist eine Tochter der Aeroflot, eine Billigfluglinie, die hat 737-800er und die haben alle Flugzeuge geleast. Und diese Flugzeuge, die sie alle geleast haben, müssen dann natürlich logischerweise irgendwie geholt werden. Aber die sagen, hey, wir werden geeignete Maßnahmen ergreifen, dass er die gar nicht bekommt. Und so wie es aussieht, ist es natürlich so, wie ich ja eben schon sagte, du fahr mal nach Russland, hol mal den Flieger und das ist so ein bisschen blöd. Also insofern, schauen wir mal, bis zum 31.03. haben sie Zeit, dann tritt das Ganze in Kraft und wie das dann vonstatten gehen soll. Also insofern denke ich einfach mal, dass das interessant ist, wie zum Beispiel Flugzeuge stehen ja in Istanbul, ob sie einfach nach Istanbul gehen können und sagen, unser Flugzeug holen wir mal ab. Im Flugzeug gibt es ja Gott sei Dank keine Schlüssel, aber in einer Art und Weise muss man schon dann das Flugzeug habhaft werden. Ich stelle mir das alles nicht so spannend vor, in Anführungsstrichen, dass man da so jetzt James Bond-mäßig reingeht und das Flugzeug rausholt und ich weiß es nicht. Also ich finde es spannend, auch die Ersatzteillieferung, weil es ja gerade Boeing 737 sind frei der Fluggesellschaft. Ich muss den Namen nochmal ablesen, Pobeda, ob die eventuell nicht fliegen können. Was haben die denn für Möglichkeiten? Also im Prinzip haben die ja Möglichkeiten, wenn die Ersatzteile nicht kommen, dass man ein Flugzeug nimmt und da die Ersatzteile rausnimmt und dann untereinander verteilt. Das hatten wir bei der Bundeswehr ja schon Anfang der 90er Jahre. Das war ja auch kein Geheimnis mit der Transall, dass die Flugzeuge einen sehr geringen Klarstand haben, wie das heißt, also von der Anzahl her. Wir hatten, glaube ich, im Bundeswehr Anfang der 90er, glaube ich, 2 oder 3 Flugzeuge sogar, die einfach nur noch zur Ausschlachtung da waren, die nichts anderes waren als Teilespender. Ich denke, dass das ein Weg ist. Man wird vielleicht noch einige Lager haben, wo man so ein paar Flugzeugteile hat, je nachdem, was kaputt geht. Und da denke ich mal, dass da wahrscheinlich nicht viel passieren wird die erste Zeit. Aber wenn das länger geht, werden wir vielleicht auch nicht unbedingt Verhältnisse haben wie im Iran, wo ja mit Flugzeugen mit Seelenverkäufern rumfliegen.
Also insofern hoffen wir, dass der Konflikt schnell vorbeigeht und dass das Ganze gar nicht so durchgeführt werden muss, wie wir uns das vorstellen. Ja, das nächste Thema hoffentlich ist etwas spannender, das ist etwas kulinarischer und auch der Österreicher sagt zur Kulinarik. Und die Zeiten bei der Lufthansa haben sich ja auch geändert. Das heißt also, man muss ja jetzt an Bord in der Economy Class bezahlen. Bei Flügen über 30 Minuten heißen wir Sie mit Schokolade willkommen, sagt die Lufthansa auf der Webseite. Ich muss da immer so ein bisschen grinsen, weil die Schoki, diese gelbe, ich glaube, die haben letztendlich weggeschmissen. So lecker ist die ja auch ehrlicherweise nicht. Aber nun gut, schauen wir einfach mal, was da kommt. Dann verflügen ab bis 60 Minuten bekommt man noch eine kostenlose Flasche Wasser drüber hinaus. Das ist diese Elisabethen-Geschichte. Und wenn man über 60 Minuten unterwegs ist, dann gibt es die Onboard Delights, ganz genau. Und man sagt das hier, können Sie zusätzlich aus unserem neuen günstigen Speisen- und Getränkeangebot wählen, lassen sich von frischen und regionalen Zutaten nicht nur begeistern, sondern auch emotional an jene Orte bringen, an denen Sie gut gegessen und sich heimisch gefühlt haben. Wichtig ist, Onboard Delights können nur mit der Kreditkarte oder auch EC-Karte bezahlt werden. Apple Pay, VPay geht auch. Und eine Buchung im Voraus ist leider nicht möglich. Aber jetzt lasst uns mal direkt einsteigen. Ihr seht das Cover. Und da steht auch ganz oben links Spring 2022, also insofern Frühjahr. Dann geht es weiter, man soll seinen Lieblingsplatz finden, finde ich jetzt in Ordnung. Wenn man sich jetzt den Inhalt anguckt, sieht man da 4 Sandwiches, 8 Snacks, 16 Drinks oder 12 mal ein Coffee Break. Ja, ganz genau. Und man hat die Wahl, ich mache es mal ein bisschen höher, damit ihr es auch seht. Dass man die Wahl hat zwischen Hühnchen, vegan, vegetarisch, glutenfrei, laktosefrei. Also insofern ist dafür alles gesorgt. Gehen wir doch einfach mal auf das Essen. Also ich finde, das sieht doch schon mal sehr, sehr lecker aus. Wenn wir uns das anschauen, das ist der Dean & David Chicken Hummus Sandwich mit frischem Spinat, 165 Gramm. Ich finde das auch lustig, dass der Grammzahl daneben ist. 5,50 Euro finde ich lecker. Also für den Preis ist es auch eigentlich okay, wenn man ehrlich ist. Dann gibt es noch Grillgemüse mit Sandwich. Als Sandwich mit Mozzarella, so ist es richtig. 5,50 Euro. Wenn man jetzt einen Softdrink nimmt dazu, da bieten die an diesen Share irgendwas an, gucken wir uns gleich nochmal genauer an, dann kann man bis zu 2 Euro sparen. Wenn man etwas mehr Hunger hat, dann gibt es die Best of Dean & David Box. Da gibt es Grillgemüse, Mozzarella Sandwich mit 2 kleinen Bowls, Teriyaki Chicken und Acai Smoothie. Wobei ich muss sagen, Teriyaki Chicken, phänomenal, sehr, sehr gut. Oder aber wenn man sagt, nicht so viel, möchte aber es trotzdem teilen, dann Tortilla Wrap mit gebratenen Hähnchenbrust und so weiter. Auch wieder ein bisschen höher für euch. 6 Euro, also ist okay. Dann machen wir noch ein bisschen Werbung, wie frisch das Ganze ist. Stellt nochmal den Kollegen vor, das ist ja der, wie heißt denn der Kollege überhaupt? Haben wir den Namen schon gefunden? David Baumgartner, der 2007 den David gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wer Dean ist. Vielleicht ist er nur David. Ja, Salat mit Falafel Tahini. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. 10 Euro. Der Dean und David Teriyaki Chicken Bowl, das ist die, die ich eigentlich meine. Die ist mit 10 Euro eigentlich auch fair bepreist, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, ist sehr schön mit den Streifen. Wer früh fliegt, kann halt auch Seitenbacher Müsli, da muss ich immer an die Werbung denken, Seitenbacher, oder aber auch Frühstücksgebäck nehmen, 3,50, 5,50 Euro preislich beide. Oder aber wenn man sagt, hey, ich möchte eine Smoothie Bowl haben, die ist 4 Euro. Wem das alles zu gesund ist, kann natürlich auf Snacks gehen und sieht da dann zum Beispiel die Bio-Kessel Chips mit Meersalz, kosten 3 Euro, lustigerweise auch alles durchgestrichen, deshalb ist das auch lecker. Dann Kernenergie, Cashewkerne, dann gibt es die Bananenbreze Bio-Nuss-Mix. Ist das nicht Studentenfutter? Ich glaube, das ist kein Studentenfutter, weil da Banane, glaube ich, drin ist. Ne? Ansonsten den Nussriegel Schoko-Meersalz, das ist etwas, was ich mehr mag. Das sind Haribo-Gummibären für 2 Euro oder Twix. Kann man jetzt über den Preis streiten, aber es ist eigentlich noch okay. Wenn man auch hier wieder einen Softdrink dazu nimmt, dann kann man wieder 1 Euro sparen. Logischerweise auch alles nachhaltig, frisch verpackt und so weiter und so fort.
Dann gibt es natürlich hier noch die Möglichkeit, dass man spendet und Gutes tut, weil man genießt oder während man genießt. Aber jetzt kommen wir in die Kaffeepausenzeit. Da gibt es von Dahlmeier dann den Baumkuchenring und, ich weiß gar nicht, Projekt Kaffee Schwarz auf nachhaltigem Anbau. Dann Dahlmeier Kirschmandel-Streuselkuchen, war nicht so schnell, da habt ihr ihn für 4 Euro. Die Kirschmandel-Streuselkuchen mit einem Hotdrink, also wenn ihr einen Kaffee dazu nimmt, würde man auch wieder 1 Euro sparen. Gibt von Dahlmeier natürlich auch Tees für 3 Euro oder eine Trinkschokolade, wobei die Trinkschokolade kein großer Fan von. Wenn ihr das gehabt habt, könnt ihr ja unten mal kommentieren, was ihr davon haltet. Und hier nochmal ein bisschen die Geschichte von Dahlmeier, warum Dahlmeier ein perfekter Partner ist, warum die Kaffeebohnen so toll sind. Softdrinks, und da kommen wir dann halt zu den Sachen, das ist der Fever Tree Mediterranean Tonic für 3 Euro, Lemonade Maracuja und dann halt die Share Bio Guyasa, ich dachte die Guave, heißt aber es Guyasa Tee, auch 3,50. Wer aber mehr aus dem Hause Atlanta was haben möchte, kann für 3,50 Euro 500 ml Cola oder Cola Zero haben, also ohne Zucker. Sprite, Hochwald-Apfelschorle. Und hier nochmal der Hinweis natürlich, dass das Ganze auch rabattiert ist, wenn man mehr nimmt. Und natürlich stilles Wasser oder mit Sparkling 3,50. Wer auf den Tomatensaft von Albi nicht verzichten will, 3 Euro. Oder der Orangensaft. Natürlich gibt es auch Wein, den Knipser Kirschgarten. Der Kosten Spätburgunder ist 9 Euro. Dann der Robert Weil Riesling Trocken 9 Euro. Wer Shampoos Party feiern möchte, kann das auch machen mit dem Laurent Perrier. 15 Euro, wer einen Fürst Metternich haben will, ich ziehe es nochmal runter, kostet die Hälfte, sogar etwas weniger als die Hälfte, 7 Euro. Und dann ein Weißburgunder Chardonnay 7 Euro oder den Rioja für 7 Euro. Wer Cocktails haben will, hat das auch. Da gibt es halt den Spritz. Ich glaube, das heißt nicht Aperol, weil das Mionetto ist eine andere Firma. Also insofern wahrscheinlich dasselbe. Dann gibt es Wolfgras Superlager, 4,50 Euro, erfrischend nachhaltig. Und dann Beck's Pilz. Weiß jetzt nicht, inwieweit das etwas ist. Wer eine Party feiern möchte, kann natürlich mit den Spirits für 6 Euro am Start gehen. Bombay Sapphire, Bacardi Quattro Rum. Oder mit den Premium Spirits Grey Goose, Wodka Devast, 12 Jahre alter Scotch für 7 Euro. Und natürlich immer dran denken, es gibt immer Specials, wenn ihr kombiniert. Hier nochmal die Hinweise zum Zahlen. Hier seht ihr nochmal alle Zahlungsarten. Visa, Mastercard, American Express, VPay, Maestro, Apple Pay and GPay, also Google Pay. Und damit sind wir auch schon zu Ende mit der Werbung von Coca-Cola und von Dean & Martin. Also insofern seht ihr mich jetzt wieder im Vollbild. Ja, wenn ihr der Meinung seid, das ist cool, das ist toll, was die anbieten, dann muss ich euch ganz sagen, ja, ich finde es gut. Aber ich muss mich immer noch ein bisschen an den Gedanken gewöhnen, wobei ich mich schon langsam daran gewöhnt habe, das Essen, was kostet in der Economy Class. Aber wenn es qualitativ hochwertig ist, sollte es ja kein Problem sein. Aber die Schoki könnten wir, glaube ich, fakt sie weg, die schmeckt nicht. Also zumindest mir nicht. Deshalb nochmal der Hinweis an euch. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, ganz, ganz wichtig. Unten nochmal kommentieren, ob ihr wirklich die Schoko mögt oder ob ihr was anderes von der Karte mögt, ob ihr etwas vermisst, ob ihr was ändern würdet, außer dass es umsonst ist. Ne? Also jetzt nicht nur schreiben, ja, das muss umsonst sein. Ne? Also insofern so eine Sache. Ich persönlich würde als Verbesserung wirklich sagen, dass man das bestellbar machen muss, damit man das Essen auch gesichert hat, vorausbezahlt logischerweise. Aber ansonsten ist es halt, wie es ist. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart und Abonnierbefehl habe ich gesagt, Glocke an. Liken habe ich vergessen, glaube ich. Ne? Also, like den Kanal, damit wir auch im Algo ein bisschen weiter nach oben gehen. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV, Ausgabe 62. Und bis morgen wieder in alter und frische. Bis dann, ciao.